Hallo, liebes Publikum auf YouTube und Facebook. Ich begrüße Sie zu einem Blickpunkt Bayern, einem Online-Event, das von der Landtagsfraktion der Freien Wähler veranstaltet wird. Titel des Abends ist Predator versus Teichwirt. Untertitel: Fressfeinde gefährden Naturschutzleistungen der Teichwirte. Ich darf mich kurz vorstellen, ich heiße Rudolf Neumeier und bin weder Freier Wähler noch Predator noch Teichwirt, sondern ein unabhängiger Journalist, der sich seit langem mit Natur und Fischerei beschäftigt und heute Abend moderieren und Fragen stellen wird. Und wenn es nötig ist, werde ich auch übersetzen. Und da sind wir schon bei der ersten Fußnote bzw. beim ersten Fachbegriff. Was ist ein Predator? Prädatoren sind Tiere, die andere Tiere erbeuten. Wir reden heute im Besonderen, das darf ich vorwegnehmen, über den Fischotter und den Kormoran. Jetzt darf ich Ihnen die drei Personen vorstellen, die heute Abend diskutieren. Bernhard Feneis, Dr. Sebastian Hanfland und Frau Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt, sozusagen die Hausherrin dieser Veranstaltung, wenn es sowas gäbe im Digitalen. Ja, Bernhard Feneis ist Tierarzt und diplomierter Agraringenieur. Er hat sich viel mit Populationsgenetik beschäftigt und 30 Jahre lang hat er beim Tiergesundheitsdienst Nordbayern die Fische betreut. Ehrenamtlich ist er unter anderem Präsident des Verbandes der Deutschen Binnenfischerei und Aquakultur und vor allem Chairman der Fischerei beim Zusammenschluss der landwirtschaftlichen Dachorganisationen in Brüssel. Ich glaube, dass ich nicht übertreibe, wenn ich sage, Herr Feneis ist ein Global Player der Fischerei. Sebastian Hanfland ist promovierter Fischereibiologe und Geschäftsführer beim Landesfischereiverband Bayern. Er ist kurzfristig als Mitdiskutant für einen Vertreter bzw. eine Vertreterin des Bayerischen Umweltministeriums eingesprungen. Eine Teilnahme dieser Behörde hat leider nicht geklappt, aber ich glaube, Herr Hanfland kann diese Lücke bestens ausfüllen, weil er als Mitglied in Naturschutzbeiräten sowohl auf Kreis- als auch auf Regierungsebene einen Blick auf Ökosysteme hat und bestimmt weit über den fischereilichen Tellerrand hinausschauen kann. Frau Gabi Schmidt ist seit 2013 Mitglied des Bayerischen Landtags. Sie fungiert dort als stellvertretende Vorsitzende und als fischereipolitische Sprecherin der Fraktion der Freien Wähler. Frau Schmidt kommt aus Fockendorf bei Ühlfeld in Mittelfranken und sie weiß wirklich, wovon sie spricht, wenn sie über Karpfen und Prädatoren redet, weil sie hat seinerzeit in einen Karpfenteichbetrieb eingeheiratet. Die Liste ihrer Ehrenämter ist sehr lang. Das Interessanteste oder Spannendste für heute Abend ist sicherlich ihr Engagement als Vorsitzende des Fischerzeugerrings Mittelfranken. Den heutigen Abend gliedern wir in drei Themenfelder. Wir schauen zuerst auf die Gemeinwohlleistungen, die die Teichwirtschaft und die Fischerei für den Arten- und Naturschutz in Bayern erbringen, aber auch für die Landeskultur. Dann blicken wir auf die Prädatoren in der Teichwirtschaft. Und auch vor diesem Hintergrund werden wir dann mögliche Lösungsansätze erörtern für die Teichwirtschaft und für die Zukunft der Fischerei. Im letzten Viertel dieser guten Stunde
ist das Publikum, sind Sie draußen eingeladen, Fragen zu stellen. Sie können sie sofort einschicken, Ihre Fragen über Facebook oder YouTube oder auch per E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist eingeblendet. Gut, beginnen wir jetzt mit einem Video, das uns einführt in die Teichwirtschaft Bayerns und auch in die Fischerei. Wir sehen gleich Dr. Reinhard Reiter. Herr Dr. Reiter ist Ministerialrat im Fischereireferat des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Film ab! So, grüß Gott, meine Damen und Herren hier aus Schwaben. Schwaben ist ja nicht direkt bekannt für seine Karpfenteichwirtschaft. Dennoch gibt es auch in Schwaben sehr schöne Anlagen, so wie hier die Fuckersche Teichanlage in der Nähe von Burgwalden, die von Huppert und Andreas Wagner bewirtschaftet wird. Und wir haben hier immerhin 26 Teiche von bayernweit über 40.000 Teichen. Und wir haben hier 32 Hektar Wasserfläche auf bayernweit knapp 20.000 Hektar Wasserfläche. Und die Besonderheit der Teichwirtschaft in Bayern ist eben, dass sie sehr klein strukturiert ist. Die Durchschnittsfläche beträgt ja nur ein halbes Hektar und das macht viel Arbeit. Auf der anderen Seite ist es aber ein enormer Vorteil für die Biodiversität. Jeder Meter Uferlänge bietet Lebensraum, nicht nur für eben Fische, Krebse und Muscheln, sondern eben auch für Amphibien, für Insekten und aber auch für Wasservögel. Und das wurde auch in einer Studie des Instituts für Fischerei auch festgestellt, dass wir hier quasi Lebensräume haben, die vergleichbar sind mit den Flussauen, die mehr und mehr verschwinden. Und wir haben also aber auch nicht nur die Biodiversität, wir haben auch einen Wasserrückhalt bei Hochwasserereignissen, aber auch bei Trockenzeiten. Der Klimawandel schreitet ja voran und wir haben mal Starkregenereignisse, aber dann zum Teil wieder monatelang kaum Regen. Und die Teiche tragen dazu bei, dass das Wasser hier in der Region zurückgehalten wird. Und das trägt natürlich auch zu einem guten Kleinklima bei. Dazu kommt, dass die Teichwirte auch Fische produzieren als Besatzfische für die freien Gewässer und auch bedrohte Fischarten vermehren. Ohne die Teichwirte wird es viele dieser Fischarten gar nicht mehr geben. Und als allerletzten, aber auch wichtigsten Punkt ist natürlich ganz klar zu nennen, wir haben hier heimische, gesunde Lebensmittel, die bei uns erzeugt werden, mit kurzen Transportwegen zum Verbraucher. Und das ist ja genau, es entspricht genau den aktuellen EU-Strategien, Green Deal, Biodiversitätsstrategie, aber auch Farm to Fork, also quasi vom Teich direkt auf den Teller. Und diese Umweltleistungen, die die Teichwirte hier bieten, das ist quasi zum Nulltarif. Und deswegen ist es so wichtig auch, dass wir die Teiche erhalten und dass wir die Teichwirte unterstützen. Wir brauchen nämlich auch Zukunftsperspektiven für die Nachfolger in den nächsten Generationen, damit diese Teiche auch weiterhin bewirtschaftet werden und diese Umweltleistungen erbringen können. Wir haben nämlich auch wirklich große Herausforderungen, vor denen wir stehen und die wir zu meistern haben. Das ist in allen voran natürlich mal der Klimawandel, der uns die nächsten Jahrzehnte betreffen wird. Das sind aber auch die Prädatoren, allen voran Kormoran und Fischotter, die natürlich große Schäden verursachen und die natürlich die Wirtschaftlichkeit der Teichwirtschaft stark beeinträchtigen. Und diese Herausforderungen müssen wir meistern, deswegen brauchen wir eine gute Zusammenarbeit. Und ich bin auch wahnsinnig froh, dass wir vom Landwirtschaftsministerium eben mit dem Institut für Fischerei eine Institution haben, die sehr gute Arbeit leistet. Wir haben die Fischereifachberater an den 7 Regierungsbezirken, wir haben die Genossenschaften, die Fischerzeugerringe, wir haben den Fischgesundheitsdienst und wir haben auch Verbände, allen voran der Verband Bayerischer Berufsfischer und der Landesfischereiverband Bayern mit seinen Bezirksverbänden und auf deutscher Ebene eben auch den Verband Deutschen Binnenfischer und Aquakultur. Und diese gute Zusammenarbeit ist wahnsinnig wichtig. Dennoch brauchen wir auch die Unterstützung der Politik. Und deswegen bin ich so wahnsinnig froh, dass es diese Veranstaltung hier gibt, um eben die Bedeutung und das Besondere, das Schöne der Teichwirtschaft auch an unsere bayerischen Vertreter weitergeben zu können. Ich wünsche deswegen der Veranstaltung heute einen guten Verlauf und gute Gespräche. Vielen Dank für dieses Impulsreferat. Ich bin mir sicher, dass der Dr. Reiter zuschaut. Herzliche Grüße nach Schwaben. Da fällt mir gleich auf,
dass wir, wenn wir so über die bayerische Parität sprechen, sehr gut besetzt sind. Wir haben eine Fränkin, wir haben mit dem Herrn Fehnheiß einen Oberpfölzer und mit dem Herrn Reiter hatten wir einen Schwaben und Sebastian Hanfland vertritt Altbayern, das ist praktisch als Oberbayern, die Niederbayern gleich mit. Ja, jetzt sind wir schon bei der mitten in Bayern und jetzt blicken wir mal ein bisschen in die Geschichte rein. Also der Fischfang in Bayern, der ist älter als die Bayern selber. Die Bayern haben schon in der Steinzeit gefischt, als sie noch gar nicht wussten, dass sie Bayern heißen. Die Fischerei spielte in der Ernährungsgeschichte der Menschheit eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und gerade in Bayern ist seit dem frühen Mittelalter die Entstehung der Teichwirtschaft, gerade im Umfeld von Klöstern, die es ja zahlreich gab, sehr gut dokumentiert. Von dem späten Mittelalter wurden die ersten Fischereiordnungen erlassen, um einen Rückgang der Fischpopulationen entgegenzuwirken. Und hier wurde schon der Grundstein für eine nachhaltige Fischerei in Bayern gelegt. Damals gab es den Begriff Naturschutz noch lange nicht und Artenschutz auch nicht. Die jahrhundertealte Karpfenteichwirtschaft hat maßgeblich zur Bildung von Kulturlandschaften, vor allem in Franken und in der Oberpfalz, beigetragen. Aber wie wir gesehen haben, auch ein bisschen in Schwaben. Extensiv genutzte Teiche sind Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere, die nur in der Umgebung von Wasser leben können. Steigen wir ein in den ersten Themenblock mit einer Frage, die ich gerne dem Dr. Hanfland stellen würde, dem Geschäftsführer des Landesfischereiverbands. Herr Dr. Hanfland, welche Bedeutung haben denn die Teichwirtschaft und auch die Angelfischerei für die Biodiversität konkret in Bayern? Ja, man kann ganz gut schon daran erkennen, dass sehr viele Teichgebiete als FFH-Gebiete, als Naturschutzgebiete ausgewiesen wurden, weil dort eben besondere Lebensformen vorkommen. Es kommen dort Pflanzenarten vor wie Seggen, Seerosen, Rohrkolben. Es kommen Amphibien wie Grasfrosch, Moorfrosch, gewisse Libellenarten, seltene Vogelarten wie die Wasserralle, Rohrdommel vor. Wenn es diese Teiche nicht gäbe, wäre der Lebensraum für diese Tiere schlichtweg nicht vorhanden. Dr. Reiter hat Studien angesprochen vom Institut für Fischerei, der ganz klar belegt hat, dass eben bewirtschaftete Teiche einen diverseren Lebensraum bieten und einfach gut für die Ökologie sind. Aber ich habe es mir jetzt ein paar Beispielen genannt, aber auch zum Beispiel Unterwasserarten wie die Teichmuschel und natürlich auch gefährdete Kleinfischarten, Bitterlinge, die mit der Teichmuschel zusammen eine für die Biologie ist dort eine wichtige Rolle spielt. Ohne die Bewirtschaftung würden diese Teiche verloren gehen. Man kann einen Teich nicht einfach 20, 30 Jahre so liegen lassen. Man muss den regelmäßig abfischen und austrocknen, damit dieser Lebensraum erhalten bleibt. Und damit ist es ein wertvoller Beitrag für die Biodiversität. Es gibt aber auch Studien, zum Beispiel vom Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei aus Berlin, die recht aktuell sind aus dem letzten Jahr, die belegen, dass auch die Bewirtschaftung von Baggerseen zum Beispiel zu diversen Lebensräumen führen und dass das auch dort eben nicht bloß mehr Fische drin sind, wie sich vielleicht die Fische erhoffen, sondern es gibt eine größere Fischartenvielfalt, es gibt auch Kleinfische und Krebse drin, höhere Anzahl auch an Libellen und Wasserpflanzen. Also es gibt ganz klar wissenschaftliche Studien und Studien vom Institut für Fischerei, wie gesagt, die belegen, dass die Biodiversität durch die Bewirtschaftung nicht leidet, sondern in der Regel profitiert. Und vielleicht erlauben Sie noch zwei Sätze vom Landesfischereiverband. Wir vertreten 140.000 Fischereivereine, Quatsch, Entschuldigung, 900 Fischereivereine mit 140.000 Anglern. Da wird eine Unzahl von Arbeitsstunden geleistet, von Gewässersäuberung, von Renaturierung, von Artenhilfsprogrammen werden durchgeführt. Also es geht nicht nur darum, Fische zu fangen und draußen zu sitzen, sondern wirklich auch was für den Naturschutz zu tun und natürlich an der Natur teilzuhaben. Und das sind mit die Ursachen, warum eigentlich auch bewirtschaftete Gewässer eigentlich in der Regel von der Fischerei profitieren. Vielleicht noch ein Satz sei vielleicht noch erlaubt, wenn man auch die Vereine, die engagiert sind, die haben dazu beigetragen, dass naturnahe Strecken des Regens zum Beispiel im Bayerischen Wald oder der Ammer im Oberland erhalten geblieben sind und verschont worden sind vor dem totalen Ausbau. Das sind eben auch dann indirekte positive Auswirkungen dieser bewirtschafteten Gewässer. Vielen Dank dabei. Vielen Dank. Herr Fehnheiß, Herr Dr. Hanfland hat Artenschutzprogramme angesprochen. Kann man die Frage beantworten, was wäre Bayern ohne die Teichwirtschaft und ohne engagierte Fischer, Berufsfischer und auch Hobbyfischer? Also
Ohne die Fischer und ohne die Teichwirtschaft könnte man Bayern nicht wiedererkennen. Also wir sind eigentlich wirklich geprägt auch in unserer Außenwirkung durch eben diese Teichwirtschaften, speziell in den bereits genannten Gebieten von Ihnen, inklusive Schwaben, und das über ganz viele Jahrhunderte lang. Und natürlich ist es das schlägt sich nieder bis hin zu, wenn Sie die Fische wegnehmen würden, müssten Sie ganz viele Ortswappen wegnehmen. Das sind nämlich direkt die Karpfen und die Forellen oft im Wappen drin. Sie haben die teilweise in den Namen sowohl der Städte als auch in den Familiennamen wieder. Und auch der Bezug zu den Klöstern ist ja bereits angesprochen worden. Es ist unvorstellbar. Und zwar wirklich im eigentlichen Sinne ist es nicht vorstellbar, Bayern ohne die Teichwirtschaft. Vielen Dank. Also die Bedeutung wird jetzt klar geworden sein in diesen beiden Statements. Frau Schmidt, haben Sie denn das Gefühl, dass die Bedeutung, die jetzt herausgestellt wurde, die Bedeutung der Teichwirtschaft und der Fischerei in den anderen Verbänden und auch in der Politik so wahrgenommen wird und dass die auch so in diesem Maße, in einem gebührenden Maße berücksichtigt werden? Naja, das ist schwierig für mich. Oder Gewässerpflege zu tun haben. Ich denke, das ist ganz anders wie einem Wildtiergehege, einem Rehgehege, an dem man vorbeiläuft. Da schaut man den Tieren, die da stehen, in die Augen. Man sieht, die sind nett, die sind kuschelig. Aber alles, was bei die Leistung bei die Angler oder bei die Deichwirten, die passiert zum Wohle des Tieres unter Wasser. Also das fällt schon mal als Sympathie. Und dass es das eine sehr komplexe und vielseitige Arbeit ist, das können ja die meisten Leute überhaupt nicht wissen. Und wenn man denkt aber, wie wichtig das Nahrungsmittel Fisch in unserer Gesellschaft ist, dann müssen wir da eigentlich mal vieles mehr aufklären. Niemand macht in Sizilien Urlaub, sitzt am Meer, geht abends essen und kommt nicht auf die Idee, dass er kein Fisch isst. Bei uns kommt man aber auf die Idee, dass man draußen spazieren geht, einen wunderschönen Fluss oder Weiher entlang und kommt auf die Idee, dass man da drinnen keinen Fisch halten soll, weil sie einfach sich selber überlassen bleiben sollen. Und ich denke, wenn man das die Menschen so erklärt, dass dieses durch Menschen gemacht ist. Ich nenne, darf ich hoffentlich nur ein Beispiel nennen, ist mir gerade erst eingefallen. Ich habe daheim ein Stichhänger, eine Kopie eines alten Stiches von 1520, wo um unseren Ort schon überall Weiher herum waren, wo man die Menschen mit der Schaufel sieht, werden noch andere gegraben werden. Also unsere Vorfahren haben da ein super System aufgebaut und mit dieser Nutzung. Und wenn sie heute davon leben müssten, ne, da müssten sie eigentlich Maisfelder reinmachen. Man muss ja sehen, dass das Berufe sind, dass die Familien ernähren müssen. Und dann muss man das einfach den Menschen viel besser erklären. Wie gesagt, in Sizilien im Lokalamt kommt man es wirklich nicht auf die Idee, keinen Fisch zu essen. Und genauso selbstverständlich muss die Bewirtschaftung und der Genuss bei uns auch wieder werden, wie es woanders am Wasser ist. Ja, vielen Dank. Ich glaube, also ist auch die Bedeutung für die nachhaltige Ernährung ganz klargestellt. Trotzdem esse ich, wenn ich in Kantinen gehe, immer noch, also ich esse es nicht, aber ich bekomme serviert Pangasius und diverse andere Fischarten aus Asien. Mir wäre es ehrlich gesagt lieber, wenn ich öfters mal einen Karpfen kriegen würde in den Monaten, die mit R beginnen. Absolut, da finde ich mal, gell? Bin da absolut bei Ihnen. Also wenn man denkt, wo diese ganzen Fische produziert werden und gezüchtet werden, da fragt niemand nach. Aber wenn er bei uns spazieren geht, dann hat er den Anspruch drauf, weil ich gleich neben den Herrn Hanfland schaue, dann hat er den Anspruch drauf, dass der Otter mit uns in Konkurrenz tritt. Also der Pangasius
Tier, das würde ich in dieser Form, wie es da aufgezogen wird, nicht essen wollen. Erstens bekommt es meistens Medikamente dazu. Zweitens kann es sich vor eklige Sachen ernähren und kommt mit wenig Wasser aus. Und ich denke, die Hygiene- und Lebensmittelstandards bei uns sind ja ganz andere. Also ich kann nicht sagen, ich will eine gesunde und nachhaltige Ernährung und dann lasse ich den Fisch so weit unterwegs sein. Ich denke, wenn wir vor Ort Gewässer haben und vor allem, wenn wir Umweltschutz betreiben, indem wir Wasser zurückhalten. Das muss man bitte einmal bedenken. Und für diese Aufklärung haben wir aber lang gekämpft und das muss ich nicht, möchte ich schnell nur loswerden. Wir haben Gott sei Dank mit der Fraktion das Fach Alltagskompetenz geschafft an allen Schulen. Dank dem Kollegen Tobias Gotthard, der auch gerade in der Leitung ist und aus der Oberpfalz ist und für Fischerei und Unterricht mitkämpft. Also ich hoffe, dass die nächste Generation das schon mal besser weiß, wie wir im Moment. Sie haben gerade den Otter schon erwähnt. Von der Volkswirtschaft, von außen, vom Weltmarkt drückt der Pangasius rein. Von innen haben wir den Otter jetzt da in Bayern. Es ist kein Neozoon, er feiert gerade ein Comeback und macht sich deutlich bemerkbar in Bayern. Die bayerische Teichwirtschaft und die Fischerei sind jetzt durch diesen Otter, durch die Rückkehr von Prädatoren und durch die Ankunft von Kormoranen stehen vor großen Herausforderungen. Auch der Biber macht hier da und dort zu schaffen. Neben dem Kormoran und dem Graureiher kommt es vermehrt zu Konflikten mit dem Fischotter und auch dem Gänsesäger, die auf der einen Seite streng geschützte Tierarten sind, auf der anderen Seite aber eben durch den Anstieg ihrer Populationen für wirtschaftliche Schäden verantwortlich sind. Durch die Teichwirtschaft sind über Jahrhunderte Kulturlandschaften entstanden, die einen, wie wir gehört haben, sehr, sehr wertvollen Beitrag für die Artenvielfalt leisten. Und die bayerischen Fischer setzen sich, das glauben wir Ihnen jetzt, mit sehr viel Mühe für den Erhalt von Lebensräumen und seltenen Tierarten ein. Aber durch die Rückkehr dieser Prädatoren sind wohl einige von diesen Allgemeinwohlleistungen gefährdet. Wie haben es denn, Herr Hanfland, wie haben es denn die Leute früher gelöst mit solchen Prädatoren? Die hatten ja wahrscheinlich auch schon mit Ottern zu kämpfen oder mit Gänsesägern. Ja, es wird dann oft gesagt, ja, früher hat es ja auch geklappt, Otter und Teichwirtschaft. Dann muss man erstmal die Frage stellen, was heißt denn früher? Also früher, bevor es die Teichwirtschaft gab, da mag Fischerei mag der Otter- und Fischbestand im Einklang gestanden haben. Aber die Teichwirtschaft, die gibt es schon seit über 1000 Jahren. Und zu der Zeit hat man von Anfang an Prädatoren bekämpft, um sich das Überleben zu sichern. Und da hat man keinen Tierschutz und Artenschutz gekannt und hat die Tiere halt entnommen, bis sie halt ausgestorben sind. Fischotter sind vor über 100 Jahren ausgestorben. Und in den Jahren, wo dann keine Otter mehr da waren, hat die Teichwirtschaft gut so ihr Leben fristen können. Dann später wurde der Otter unter Schutz gestellt und die Bestände sind gestiegen. Und dann ist man eigentlich erst draufgekommen wieder, dass diesen Schutzstatus, den man sich leisten konnte als Wohlstandsgesellschaft, sage ich, dass sich der Teichwirt nicht leisten kann. Und noch viel später, wo wir jetzt sind, ist man draufgekommen, man kann sich insofern möglicherweise die ganze Teichwirtschaft damit in Frage gestellt wird, also auf mittlere Sicht. Wir brauchen unbedingt Problemlösungen, weil Teichwirtschaft mit Otter ist derzeit nicht vorstellbar. Wenn man jetzt überlegt, 1919 waren das 850.000 Euro Schadensumme, die gemeldet wurden von den Teichwirten. Da sind nicht die Schäden in freien Gewässern enthalten, da sind auch nicht alle Schäden von, sage ich mal, Hobbyteichwirten enthalten, das sind die angemeldeten Schäden, die durch Ausgleichszahlungen gedeckt wurden. Und 2020 waren schon 1,2 Millionen Schäden. Und wenn das so weitergeht, man weiß gerade nach der Corona-Krise, das Geld ist endlich. Einem rein durch Ausgleichszahlungen die Teichwirtschaft am Leben halten, das ist zumindest nichts, was der Landesfischereiverband für richtig hält. Die Teichwirte wollen bewirtschaften, wie auch die Landwirte auch, und wollen nicht Almosenempfänger aus den Fördergeldern sein. Aber es ist ja schlichtweg auch nicht möglich. Das Geld ist einfach nicht da. Und wenn man dann sagt, dann überspann doch einfach den Teich,
Das kann man machen bei einem kleinen, bei einer kleinen Winterung oder man kann das bei einer Forellenteichwirtschaft machen. Abgesehen davon ist es relativ teuer, aber wenn man das in ganz Bayern oder in ganz Bayern, also ist noch nicht ganz Bayern besiedelt, aber fast die Hälfte von Bayern ist besiedelt. Das wären mehrere hundert Millionen Euro für Zäune, die wir dann in der Landschaft stehen hätten. Das ist zwar ein bisschen unrealistisch, weil das gar nicht genehmigungsfähig ist, in Schutzgebieten solche Zäune zu bauen. Es ist technisch nicht möglich, einen 20-Hektar-Teich zu überspannen. Aber wenn das möglich wäre, würde man es auch nicht wollen, weil dann die ganzen Wasservögel könnten nicht mehr, also es wäre die ganze Ökologie und Kulturlandschaft zerstört. Also momentan sind wir wirklich in einem ziemlichen Dilemma, insbesondere beim Fischotter. Danke. Erstmal. Ja, vielen Dank. Also ich muss zwischendurch sagen, weil es vielleicht haben sich wieder Leute dazugeschaltet. Sie dürfen gerne Fragen stellen. Soweit wir am Ende dazukommen, werden wir sie selbstverständlich beantworten. Die E-Mail-Adresse ist eingeblendet. Sie können die Fragen auch auf YouTube und auf Facebook stellen. Herr Fehneis, wie bedroht ist denn eigentlich die Teichwirtschaft durch den Fischotter? Können Sie dieses Szenario ein bisschen erklären? Möglicherweise haben Sie mir jetzt gerade eine Frage gestellt. Ich muss allerdings sagen, das System war gerade kurz vorm Absturz. Wenn Sie die Frage vielleicht nochmal wiederholen. Ja. Können Sie konkret erklären, wie diese Bedrohung durch den Fischotter aussieht und welches Ausmaß sie angenommen hat? Ja, die Bedrohung durch den Fischotter ist ja vielfältig. Einmal ist die Bedrohung durch den Fischotter unmittelbar auf den Fisch. Aber die Bedrohung ist natürlich auch sozusagen etwas weiter gefasst auf den Eigentümer, der auf den Fischzüchter eine Bedrohung in seiner Existenz. Es gibt nämlich durchaus viele Teichwirte, die ausschließlich von der Teichwirtschaft leben. Und man muss sich mal klar machen, dass diese wertvolle Kulturlandschaft mit diesen vielen rote Liste Arten von Pflanzen, Insekten, Amphibien, ja, dadurch erhalten werden, dass Privatleute durch ihr privates Eigentum die Umwelt zur Verfügung stellen. Und der Fisch, der in diesem Teich schwimmt, ist nicht vergleichbar mit dem Fisch, der jetzt beispielsweise in einem Starnberger See oder in einem Fluss schwimmt, sondern der ist bereits Eigentum. Der gehört bereits jemandem. Und wenn wir die alle Schleusen öffnen und sagen, ja, da muss der Otter sich aber unbegrenzt bedienen können, dann ist es nichts anderes vergleichbar, wie wenn Sie sich vorstellen, Sie machen auf einer Weide jeden Wolf oder jeden, wem auch immer, geben Sie die Möglichkeit, sich an den Tieren, die den Bauern bereits gehören, gütlich zu tun. Das bedeutet, wenn der sein Eigentum nicht schützen kann, dann wird er aufhören. Und das Fatale ist dann eben, dass dieser Nebeneffekt des Naturschutzes, der durch diese private Aktivität entsteht, dann verloren geht. Und es ist mir schon ganz wichtig herauszustreichen, dass wir hier in der Teichwirtschaft über Fische reden, die bereits jemandem gehören. Und es kann nicht sein, dass hier andere Leute eine Tierart schützen, die in einem Ausmaß bereits vorhanden ist, dass sie nicht ansatzweise in ihrer Art bedroht ist. Also in der Erhaltung der Art. Und insofern möchte ich dem Kollegen Hanfland nur ganz etwas kurz korrigierend widersprechen. Er war eben nicht ausgestorben, er war bloß zurückgedrängt. Insofern, er war ja da. Aber da, wo er eben zu Schaden gegangen ist, in den privaten Eigentum des Teichwirts, dort hat man ihn massiv zurückgedrängt und dadurch konnte sich auch die Teichwirtschaft erhalten. Und man muss sich auch vorstellen, vielleicht ist es auch ein Thema von etwas späterem nochmal, dass der Schaden entsteht ja nicht nur dadurch, dass der Fisch tötet und rauszieht und zurückspringt und den nächsten tötet, sondern er entsteht auch allein durch die Anwesenheit. Fische, die kleiner sind, die gar nicht im Fokus von dem Otter sind, werden so gestresst, dass sie beispielsweise gar nicht mehr wachsen.
Die haben eine ganz andere Nahrungsaufnahme, sind in ihrem Verhalten so gestresst, dass man würde das also als tierschutzrelevant eigentlich bezeichnen. Nur leider Gottes ist es so, bei Säugetieren, bei Hühnern, bei Vögeln, da hat man ein Auge dafür, was unter der Wasseroberfläche sich abspielt. Das will man nicht sehen, will man nicht glauben und orientiert sich dann eben nur an den Schuppen, die dann vielleicht noch übrig bleiben von den toten Fischen. Und das ist eigentlich zu kurz gesprungen. Der Schaden geht eigentlich schon von Anfang an los. Frau Schmidt, können Sie mich hören? Jetzt höre ich. Okay. Ja, gibt es denn schon, also wir sprechen bei den Landwirten, sprechen wir vom großen Bauernsterben, das eingetreten ist. Gibt es sowas auch bei den Teichwirten? Ist das schon eingetreten? Gibt es schon Betriebe, die das deswegen schließen mussten oder deren Fortbestand deswegen gefährdet ist? Sie sind Vertreterin eines Verbandes, Sie werden das mitbekommen, die werden sich an Sie wenden, auch an Sie als Politikerin. Als Politiker bekommen wir das natürlich gesagt und mit, und es ist eigentlich traurig. Und zwar in der Oberpfalz geht schon los, da ist der Order ja schon viel länger. Ich habe vor dem Order schon vor 15 Jahren gewarnt. Ich habe das in Polen gesehen, da sind auch bewirtschaftete Weiher, da kommt aus den großen Seen, der selber Schutzstatus, da geht überhaupt nichts mehr. Und das Schlimme ist am Otter, nicht nur wenn der Deichwirt sein Fisch umgebracht wird, da bleibt nichts mehr übrig, der reißt den auf und hin noch kommt dann der Fuchs und macht den Rest gar weg, ist ja schwierig zu finden. Sondern der Otter geht wahnsinnig gern, und ich hoffe, die Herren können mir das bestätigen, sind die eigentlichen Fachleute, auch auf große Mutterfische. Also alles, was unsere Kultur so lange hingezüchtet hat, auf diese prachtvollen Speisefisch, das geht dann verloren, weil er die Genetik praktisch unterbricht, weil er gerade die Fische, die man für die Fortpflanzung vorgesehen hat, gerade die zerreißt und zermetzelt und oft nicht einmal ganz auffrisst. Und was man halt dabei vergisst, also mit der Zurückbringung des Otters, jetzt komme ich wieder an mein Wildgehege, ich komme ja auch nicht auf die Idee, wenn ich Hundezüchter bin und Dammwild habe, dass ich das in einem Gehege halte. Und genauso ein ausgewogenes Ökosystem ist mit dieser Kulturlandschaft eben die Deichwirtschaft gewesen. Da hat halt dann einfach der Otter auch nicht dazu gepasst. Dafür hat er andere Gebiete in Europa gehabt, wo er schon immer gut und weit verbreitet war. Beim Kormoran ist es ähnlich. Ganz früh, als wir noch keine Weiher hatten, war der Kormoran ein reiner Duck. Der hat überhaupt nie bei uns gelebt. Mittlerweile ist er ganzjährig da. Ich weiß noch, bin jetzt 32 Jahre verheiratet. Als ich geheiratet habe, die ersten 5 Jahre, ist man raus und hat einen Kormoran fotografiert, wenn man je einen gesehen hat. Schon 1998 gab es eine Bundeskormoran-Konferenz vom Bundesamt für Artenschutz. Und da haben wir gesagt, naja, an der Küste ist er wieder gut eingeführt, aber ins Binnenland hat er auch nie gehört. Das ist ähnlich wie in Neuseeland und Australien, wo man wirklich Arten reinholt und die angesiedelten Arten und die angesiedelten Ökosysteme auch kaputt macht. Ohne Fische, ob das jetzt weil die Angler bei uns ist, habe ich die Libellenarten nicht. Ich habe das Wasser nicht zurückgehalten. Ich habe den Klimaschutz nicht. Das ist ja ein absolut ausgewogenes Ökosystem in jedem Bereich. Und sobald der Deichwirt oder der Angler einen nicht mehr macht, in dem Moment, wo wir keine Fische mehr haben, muss der aufhören. Es ist sein Grund und Boden und es wird nicht mehr gepflegt. Also wenn es nicht mehr gepflegt wird, hält es das Wasser nicht mehr. Also verbucht es und dann bricht das Rest des Ökosystems auch zusammen. Und das muss man die Leute immer wieder erklären, dass man ja nichts gegen das Tier hat. Bloß in dieser Kulturlandschaft gehört es einfach nicht dazu. Es gibt halt Sachen, die schließen sich aus, das geht nicht zusammen. Und er macht ja nicht bloß die Fische kaputt, wenn wir jetzt wieder auf den Otter kommen. Wir haben jahrelang mit dem Naturprogramm bei uns die Flussmuschel wieder angesiedelt, den Kiebitz geschützt. Das zerlegt ja alles. Also das ist alles wieder weg. Da hat man Millionen investiert, weil der Fischotter auch die zerbeißt. Ich habe jetzt gehört, dass er sogar auf den Krebsbestand losgeht. Das ist mir jetzt noch völlig neu gewesen.
kann vielleicht der Bernhard Fenner was dazu sagen. Es gibt ja so viele Unterarten, die er auch noch komplett mit vernichtet, die auch auf der roten Liste sind. Und da muss ich fragen, wo passt es noch auf der Waage? Wenn ich da so viele Arten habe und da zählt eine Art mehr, die durch unsere kulturellen Hintergründe eigentlich verdrängt war. Ich würde trotzdem die nächste Frage gerne dem Herrn Hantlan stellen. Sie haben ja vom Landesfischereiverband auch Studien unternommen zur Fischung, der Population. Wie weit verbreitet ist er in Bayern? Und vielleicht könnten Sie ein bisschen kurz antworten. Und wie frisst er eigentlich? Also wir haben jetzt gehört, der frisst auch Vögel und Krebse. Wenn er den amerikanischen Signalkrebs, wenn er sich auf den beschränken würde, hätte sicher keiner was dagegen. Aber ich glaube, dass der da nicht selektiert. Ja, der, im Gegensatz zu dem Kormoran und Gänsejäger frisst eben der Fischotter, wie es Frau Schmidt auch gesagt hat, große Tiere, Laichtiere. Gerade jetzt ist in den Fließgewässern ein Schauspiel der laichenden Buchen zu beobachten. Und jetzt am Inn haben wir gerade neulich festgestellt, dass am Laichplatz ein Huchen attackiert wurde, ein Männchen in München, über 1,10 Meter. Dem hat er in die Schwanzflosse, einen Teil der Schwanzflosse weggebissen und die haben dann das Laichen dort aufgegeben. Das ist ein Riesenproblem, der traut sich an sehr große Fische ran. Wir haben jetzt ein Monitoring gestartet, bayernweit. Es hat sich verbreitet, der kam praktisch von Oberpfalz oder Oberfranken, ist er jetzt bis Südbayern runtergekommen. Der kommt in Lech, Ammer, Isar, auch südlich von München vor. Nach Schwaben ist er noch nicht ganz verbreitet, aber kommt das sicherlich auch vor. Er ist auch nicht so ganz einfach festzustellen. Deswegen kann man nicht sagen, wenn man noch keinen Nachweis hat, dass er dort nicht vorkommt. Aber wir vom Fischereiverein wurden jetzt und in den letzten Monaten ständig Bilder geschickt von von totgebissenen Karpfen, Huchen, Hechte, Barben, Eschen, Rutten und teilweise wirklich große Exemplare, wo man wirklich erstaunt ist, was so ein doch kleines oder nettes Tierchen schafft und was für üble Verletzungen es anrichten kann. Und da lassen wir noch, auch wenn ich mich kurz halten soll, noch einen Aspekt, der mir ja zu kurz gekommen ist, den ich vorher vergessen habe zu sagen. Das Problem ist in den Teichwirtschaftsgebieten, die Teiche werden ja zum Großteil ausgelassen. Dr. Reiter hat es in seinem Einspieler gesagt, 40.000 Teiche, der Großteil wird im Herbst ausgelassen, abgefischt, die Fische kommen auf den Markt und die Überwinterer in kleinere Teiche. Dann ist auf einmal dieser Lebensraum für einen Otter weg und ihm bleibt nichts über, als in die freien Gewässer zu gehen. Und die Teiche sind wie das Mais für die Sauen, dadurch haben wir zu hohe Bestände, die Natur würde so hohe Bestände nicht produzieren. Und die gehen dann auf einmal in die Gewässer und fressen dann über das Winterhalbjahr mehr, als die Erträge dieser Gewässer hergeben. Und das zeigt sich dann wieder in den Entwicklungen der Fischbestände im Bayerischen Wald, auch am Regen, wo auf einmal Huchen- und Eschenbestände extrem nach unten gegangen sind und bei uns die Vereine anklopfen für Pachtminderung. Also es ist wirklich ein ziemliches Dilemma. Und dass er sich also so große Tiere labt und zum Teil nur ein bisschen was wegfrisst, und die Vögel von unten wegfressen, das ist natürlich das Dilemma, was es verstärkt. Die Gänsejäger fressen die Fische, sage ich mal, bis 20, 30 Zentimeter, der Kormoran bis 40, 50. Und die größeren werden dann bevorzugt vom Otter erbeutet. Da akkumuliert sich was. Und das Ganze natürlich, muss man zugeben, es gibt noch andere Gründe, die die Fischbestände schädigen. Wasserkraft, Landwirtschaft, also in beeinträchtigten Gewässern dann eine Summe an Prädatoren, die in der Menge natürlicherweise nicht da wären, ist einfach zu viel für die Bestände. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet, bin ich zu sehr abgewichen. Danke, nein, wunderbar. Ich fand den Vergleich mit dem Schwarzwild und den Maisfeldern sehr interessant. Allerdings ist der Mais ja auch ein Neophyt, das ist ja aus Lateinamerika gekommen. Frau Schmidt, passt der Fischotter noch auf die rote Liste eigentlich? Also ich habe mir in Estland und Litauen das angeschaut, die nehmen das, sind das ganz anders, da wird das ganz anders behandelt, da schaut man, dass man den Ausgleich kriegt. Die haben ja die ganzen Jahrhunderte durchgängig gehabt, wir haben ja lange Zeit gerade in den Fischwirtschaftsgebieten überhaupt nicht gehabt, weil nicht dazu gepasst hat. Ich glaube nicht, und beim Kormoran glaube ich auch, dass der Schutzstatus überhaupt nicht mehr passt. Also beim Fischotter sicherlich nicht. Also das ist ja das Nächste, das ist wirklich ein politisches Problem und das muss man sicher europäisch lösen.
Ich kann nichts sagen. Also wir in der ganzen Familie haben zu wenig weiße Blusen. Wir kaufen jetzt einmal ein Paket weiße Blusen in Größe 40. Also meine Tochter schlackern sie und mein Mann wird blöd drinnen aussehen. Das ist so allgemein einfach. Das ist einfach, ich muss differenzieren, wo fehlt welches Tier, wie war früher. Ja, wie war das ganze Biotop zusammengestellt? Habe den Ursprung an die Steinzeit zurückzugehen, bevor die Menschen sich verbreitet haben? In welchem Stadium möchte ich einsteigen und was passt für diese Region und welche Tiere sind bedroht und was gehört wirklich her? Und dann, wir müssen uns immer überlegen, Europa ist eine Kulturlandschaft, die mit und vom Menschen lebt. Wir sollten hier Ernährung produzieren, weil aus China einzukaufen wäre der falsche und der feige Weg, oder aus Südamerika, also, oder wenn es bloß der Lachs aus Norwegen ist und nicht mal der Pangasius. Wir produzieren hier Lebensmittel, hier leben Menschen. Und es ist nicht einfach eine Landschaft zum Spazierengehen, sondern diese Landschaft ist so, weil es Menschen bewirtschaften. Ja, danke. Wir haben jetzt ausschließlich über die Situation gehört, die es in Bayern mit den Prädatoren gibt. Wenn Sie Fragen dazu haben oder wenn Sie was Wichtiges dazu zu sagen haben, können Sie sich gerne beteiligen. Sie draußen, die Zuschauer auf YouTube und Facebook, die E-Mail-Adresse ist eingeblendet. Ich will jetzt mit Ihnen dreien noch mögliche Lösungsmöglichkeiten besprechen. Ich glaube, könnte mir vorstellen, dass niemand von Ihnen interessiert daran ist, dass die Fischotterpopulation wieder auf ein Maß gesenkt wird, wie es schon mal war, vor 30 Jahren. Ich weiß es vom Rotwild. Es gibt in Bayern Rotwildgebiete, das sind die Hirsche, die schöne Geweih haben, die dürfen nur in diesen Gebieten leben. Herr Finner, es wäre jetzt auch eine Möglichkeit für Otter, dass man Ottergebiete als Verordnung erlässt. Winner, Sie sollten das Mikrofon anmachen. Entschuldigung, ich bin auch Jäger und gebe auch Jagdunterricht. Und da kann ich Ihnen sagen, die bayerische Variante des Rotwildhaltens und Pflegens ist selbst in Deutschland, da reden wir noch gar nicht von Europa, auch nicht unumstritten. Abgesehen davon, dass sie das eigentlich bezüglich dem Otter gar nicht so managen könnten. Also das ist in der Tat ein Problem. Die Frage wäre zum Beispiel, wenn man die Teichwirtschaften wirklich nachdrücklich frei hält von Ottern, das Tier ist ja relativ schlau. Wenn da permanenter Druck entsteht, jagdlicher Druck beispielsweise, ohne dass ich das jetzt als einzige Lösung sehe, dann würden die sich vermutlich schon auch andere Varianten suchen. Es ist einfach das Problem, dass die Population zu groß ist. Und man muss auch wissen, dass man kann sich ja fragen, ja, wieso kommt ähnliche Katastrophenmeldungen nicht aus anderen Teichgebieten, beispielsweise Sachsen. Das hängt eben damit zusammen, dass in Sachsen der durchschnittliche Teich mehrere 10, wenn nicht 100 Hektar groß ist. Da schwimmen die Fische in die Mitte rein und der Otter schwimmt nicht nach und ist weg. Bei uns schwimmt der Otter dreimal quer durch den Teich und erwischt alles, was da drin schwimmt. Der leert ihnen einen ganzen Teich in einer Nacht aus und es ist ein Killer. Und der zieht den Fisch raus, den er gar nicht fressen kann. Teilweise ist er fast so schwer wie der Fisch, wie der Otter selber. Und der wird dann eben von anderen Fleischfressern am Ufer dann restlich verzehrt. Und das macht den Schaden. Fuchs beispielsweise. Also da ist alles, was Fleisch frisst, finden Sie dann auf den Wildkameras, die sich an den herausgezogenen und getöteten Fischen dann gütlich tun. Und dann haben wir das Problem, dass man tatsächlich uns vor die Frage stellt, ja, woher wissen Sie denn, dass das nicht der Fuchs war? Ja, ich habe noch keinen Fuchs im Teich tauchen sehen und den Leichfisch rausziehen sehen.
Das macht eben nur der Otter. Und die Überpopulation bedrängt unseren Bestand in einem Maß, das ist einfach nicht mehr auszuhalten. Und verglichen mit anderen Prädatoren ist es beim Otter nicht 5 vor 12, sondern 10 nach 12. Das muss man einfach so sehen. Herr Finner, Sie sagen, Jagddruck allein bringt es nicht. Welche Möglichkeiten sind Sie denn? Sie können ja jetzt nicht hergehen oder Sie werden jetzt wahrscheinlich nicht hergehen als Vertreter eines Fischereiverbandes und sagen, wir müssen jetzt die Weiher alle so groß machen in Sachsen. Das wäre ja auch nicht wirtschaftlich. Das würde ja auch nicht dem historischen Bild von Bayern und der Teichwirtschaft entsprechen. Das ist eben geprägt durch diese kleine Strukturierung. Ja, das ist ganz anders gewachsen. Aber, Herr Finger, jetzt bin ich auf Ihre Vorschläge gespannt. Was würden Sie machen, wenn Sie jetzt in der Staatsregierung säßen? Welche Vorschläge würden Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen unterbreiten? Das ist in der Tat schwierig. Wenn man aus der Vergangenheit ein bisschen weiterdenkt, dann kommt man zunächst mal nur auf die Frage, kann ich ihn abschießen oder nicht. Aber das ist durchaus nicht so simpel. Auch Fallen. Der Otter ist sehr schlau, wenn der einmal eine Falle gesehen hat und da vielleicht nur dran vorbeigelaufen ist und dann merkt er, worum sich da dreht. Sie fangen alle anderen Tiere leichter als einen Otter mit einer Falle. Ich sitze die ganze Nacht auf Sauen an und stelle dann fest, dass der Otter direkt vor mir am Teich war und ich habe es nicht gemerkt. Das heißt, das ist richtig schwierig, aber wenn wir die Entnahme durch Töten nicht als eine Möglichkeit eröffnen, dann müssen wir eigentlich aufgeben. Die Erlaubnis zum Abschuss würde noch das Problem noch nicht lösen, weil durch die Erlaubnis haben Sie noch keinen einzigen Otter weniger. Sie müssen dann erst einmal in der Lage sein, dann den tatsächlich zu erwischen. Und das ist nicht so simpel. Es gäbe sicher noch andere Varianten, die man im Wildtiermanagement sich überlegen könnte. Da würde ich jetzt aber, ja, man kann sich ja überlegen, ob man beispielsweise einzelne in sehr frühen Stadium die Jungtiere zum Beispiel reduziert. Ja. Ich setze da eigentlich auf die Natur, die dann wirklich zur Folge hat, dass er sich selber dann zurückzieht. Ohne dass ich dann weiß, dass es im Einzelnen tatsächlich so funktionieren würde. Ich persönlich bin nicht dafür, was durchaus ja auch schon diskutiert wird, dass man Ködern beispielsweise Hormone ausgibt und solche Sachen. Das ist für mich keine Lösung. Ja? Aber insgesamt muss ich sagen, es wäre halt ein Signal auch, dass man sagt seitens der Politik, wir haben verstanden, wenn man das zumindest mal weiter öffnet, diese Möglichkeit. Und zuallererst gehört dazu, dass man mal definiert, was ist denn ein gesunder und guter Bestand. In Österreich ist ein guter Bestand einfach, da hat man ganz Österreich in zwei Einheiten geteilt, in die Alpenregion und in die Nicht-Alpenregion. Und dann hat man gesagt, hat man dann dort in den Alpen einen gesunden Bestand. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass in jedem Tal, in jedem Fluss dann einen Otter haben muss, sondern da reden wir über die gesamten Alpen. Bei uns wird ja diskutiert, habe ich in dem Teil vom Landkreis überhaupt Otter und dort in dem Landkreis habe ich auch einen Otter oder noch keinen, na, dann wird er womöglich in der Nacht noch hingefahren. Da gehört mal eine Definition her, wann habe ich denn einen Bestand, der nicht bedroht ist. Und ich war vor kurzem eben auch bei diesem Weltkongress zum Otter, der über 3 Tage gegangen ist, war auch online. Sie glauben gar nicht, wie da diskutiert wird, wo überall der Otter auch sein muss. Und ich bin da der einsame Rufer in der Wüste. Wenn man da muss man sich ja fast hintrauen in solche Veranstaltungen. Ja? Weil das ist schon nicht so einfach in der Diskussion, aber die
Ich denke, die Teichwirtschaft ist wirklich 10 nach 12, ist es da, wie stark sie bedroht ist. Und wir können die Teiche nicht einhausen. Es geht nicht ohne die letale Entnahme. Ja. Herr Handland, Sie haben vorher gesagt, er ist auch draußen an den Flüssen, gerade im Winter, wenn dann die Teiche leer sind unterwegs und ich sage es mal euphemistisch, der knappert dann Huchen an, die gerade laichen. Welche Konzepte hätten Sie, um dieses Problem zu lösen? Es ist sehr schwierig. Es ist aber so, wir haben bei der Teichwirtschaft, gäbe es ja die vierte Säule vom Bayerischen Fischottermonitoring, auch mit der Entnahme, die ist ja dort drin verankert und die Politik hat auch soweit zugestimmt. Es gab sogar eine Genehmigung. Sie sprechen von einer vierten Säule. Welche Säulen gibt es denn? Also es gibt drei Säulen, auch mit Monitoring und Lebensraumschutz schaffen, aber die Entnahme ist die vierte Säule. Und das wollte man in einem Pilotprojekt, wollte man in der Oberpfalz in verschiedenen Teichgebieten testen, Fischotter zu entnehmen. Da ging es, glaube ich, um 5 Tiere pro Jahr. Und mit Zustimmung des Landwirtschaftsministeriums, Umweltministeriums und auch der Regierung der Oberpfalz, höhere Naturschutzbehörde. Und das wurde leider beklagt vom Bund Naturschutz und dadurch ist die Frist des Bescheids ausgelaufen. Jetzt muss man wieder von vorne anfangen. Also das ist eine, es ist wirklich ein derartig harter Kampf. Und wenn man sich überlegt, weil um fünf Fischotter ging es, die dort entnommen werden. Und in 3 Jahren werden über 180 Fischotter überfahren, wo man sagt, das ist jetzt also im Verhältnis, wird es nicht die riesige Rolle spielen. Aber man könnte in Bayern oder in Deutschland? In Bayern. 180 in 3 Jahren, auf 3 Jahre. Also die Zahlen sind belegt, kommen aus einer Landtagsanfrage, ich glaube vom Landwirtschaftsministerium beantwortet. Und also da geht es bestimmt nicht, es ist existenziell, wenn dort 5 Fischotter entnommen werden. Und da müsste man da mal Ergebnisse haben, wie sich das auf die Teichwirtschaft auswirkt, dass man sicherlich, dass es noch viel schwieriger sein wird, im freien Gewässern Management zu betreiben, aber vielleicht müsste man tatsächlich in Gebieten, wo seltene Arten laichen, wie der Huchen, wo man leicht, dass man dort eine Art Sperrgebiet installiert. Aber so weit sind wir leider momentan noch nicht, aber die Vereine sind jetzt wachsam, die sind vor Ort, schauen, ob die, wenn Fische laichen, aber es ist nicht nur der Huchen, es sind auch Nasen aus Niedersachsen, bekomme ich Meldungen, dass die Wiederansiedlungsprojekte mit den Meerforellen scheitern, weil sich das sind halt kleine Bäche, wo ein Dutzend Meerforellen zum Laichen hochsteigt und die holt er sich raus und beißt sie an, frisst die Eingeweide, lässt sie tot liegen. Also gerade wenn das so lokale Geschichten sind, dann müsste man lokal spezielle Lösungen finden, aber ich bin auch etwas ratlos, muss ich zugeben. Die Patentlösung hat momentan keiner, aber wir sind eigentlich mit dieser vierten Säule schon auf einem ganz guten Weg gewesen, auch wenn die betroffenen Teichwirte damit auch nicht zufrieden waren. Aber jetzt ist erstmal gar nichts weitergegangen wegen der Klage und deswegen treten wir nach wie vor auf der Stelle und hoffen auf die Politik und begleiten das Ganze als Landesfischereiverband mit einem Projekt. Wir machen ja, wie gesagt, die Erhebung der Verbreitung des Otters und wir machen Erhebung der Schäden, weil Schäden müssen ja immer erst belegt werden. Ja, und dann wird man sehen, aber zumindest das, was wir in dem Winter beobachtet haben, diese Verbissschäden an großen Fischen, die sind schon sehr beunruhigend. Also da müssen Lösungen her und die können nicht in 10 Jahren erst kommen. Sie haben gerade gesagt, es gibt keine Patentlösungen. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen Frau Schmidt da widersprechen würde. Der Otter gilt ja als besonders geschützte Art. Darf da die bayerische Staatsregierung eigentlich sagen, ja, da setzen wir uns drüber weg und da handeln wir jetzt gleich mal und gehen auf die Vorschläge von Herrn Finnert und von Herrn Dr. Handland ein? Und wenn ja, welche Vorschläge haben Sie dann, um diesem Problem Herr zu werden? Also grundsätzlich kann man, das sind ja europäische europäischer Schutz, den er genießt, können wir uns nicht drüber hinwegsetzen. Wenn wir dann diese Genehmigung geben und es kommen dann wieder Kollegen aus anderen Verbänden und sagen, ihr dürft die Otter nicht entnehmen, dann langen wir wirklich am Kopf. Ich muss ja sagen, für mich ist es ja eigentlich auch kein Zollenprojekt, wie wir das gemacht haben, sondern für die Deichwürde ist es wirklich eine Pyramide.
Das sind Kastrollen, die hintereinander kommen. Unten, wenn noch Fisch drin sind, wenn wir den Wasserstand so hoch haben, dann werde ich beraten, wenn ich dann Order habe. Dann kann ich mir zwischendrin, wenn die Pyramide, wenn die Fisch weniger werden, dann kann ich mir dann für Fördermittel holen, damit ich das, wenn ich es nachweisen kann. Jetzt ist das aber ein Tier, wo ich es kaum nachweisen kann, wie wir ja schon gehört haben, weil hinten noch die anderen Fleischfresser kommen, weil das so leise ist. Also, dann kann ich dann einzäunen, betonieren außen, was natürlich für Wasservögel Fiasko ist. Wir haben ja Artenreichtum an den Gewässern. Und erst oben in der Spitze der Pyramide, wenn da kein Fischler mehr Platz hat und keiner mehr da ist, den er noch nicht angefressen hat, dann bekomme ich diese Genehmigung der Entnahme, also des Abschusses. Und dann stellen Sie sich das mal so vor, jetzt dürften Sie, wenn jetzt dann niemand dagegen protestiert, weil wir Umweltfrevler sind, und ich dürfte den wirklich entnehmen, dann ist das ja ein Kunststück sondersgleichen. Das kann ich, ich sage das jetzt mal praktisch zu den Autobesitzer. Sie haben ein Matter irgendwo am Hof und sage also, Sie dürfen diesen Matter dieser Natur entnehmen. Erstens nicht mal, wenn Sie ausgebildeter Jäger wären, würden Sie den treffen. Zweitens, wenn Sie da dort sind, kommt er nicht. Und das ist ja das Nächste. Wie sollen denn Leute, die in ihrem Hobby Umweltpflege machen, bei den Angler oder bei uns, die schon Futter anbauen für Deichwirtschaft, die Weiherdämme pflegen, die Fisch aufsetzen, die Betriebe tragen sie meistens nicht allein, es sind viele, viele kleine und Mischbetriebe. Wie sollen denn die dann auch noch da erkennen, wann, wo, was ist, weil es ja äußerst schwierig ist. Das ist ungefähr so, Herr Neumeier, als müssten Sie bei der Süddeutschen nachts hier, am Dach Ihr Papier selber schöpfen, das nachts noch bedruckt wird. Das ist nicht schaffbar, das ist nicht leistbar für die Leute. Also wir müssen einfach irgendwann sagen dürfen, in diesem Gebiet hat er keinen Schutzstatus, jeden, den wir erwischen, den erwischen wir, weil in der Natur wirklich noch so viele unterwegs sind. Wie gesagt, das ist wie ihr Matter am Auto, die erwischen sie nicht. Und da müssen wir breiter gehen und das müssen wir europaweit schaffen. Das müssen wir auch mit Europarecht schaffen. Ja, das war ein flammender Appell. Ich würde jetzt diese Runde abschließen und würde jetzt zu den Fragen kommen. Es sind schon welche reingekommen und würde mit der ersten gleich anfangen. Christoph Oberle fragt, ich richte das jetzt einfach in die Runde und Sie dürfen die Hände heben, wer es beantworten will. Christoph Oberle fragt, handelt es sich bei den Ottern, die sich derzeit stark ausbreiten, um eine neue Art? Ich glaube, das kann der Herr Handland beantworten am schnellsten als Biologe. Also die Studien, die mir jetzt vorliegen, es ist keine neue Art, sondern es ist der einheimische Otter. Es wird ja immer wieder mal berichtet, dass auch Otter ausgesetzt wurden. Das ist aber jetzt in den Studien bisher nicht nachgewiesen und es gibt ein breites Monitoring. Ich möchte nicht ausschließen, dass einzelne ausgesetzt werden, aber man erkennt über diese Besiedlung vom Osten her oder von Tschechien und so weiter, das ist so sukzessive über Bayern auf dieser Achse, das ist eine ganz klassische Verbreitung, das haben wir bei Tierarten, die ausgesetzt werden, schaut sowas anders aus. Das sind dann eher einzelne Punkte, von denen sich das ausbreitet. Also ich halte es für total unwahrscheinlich, aber ich bin ja nicht der Experte da drin im Fischottermanagement. Also da sind meine Kollegen, die sind aber jetzt momentan nicht da. Ja, vielen Dank. Frau Schmidt, Sie bekommen die zweite Frage. Ja, also die kommt von der Fischzucht Heller Bremen. Das sind zwei Fragen, aber die lassen sich zu einer zusammenfassen. Was soll mit den unbewirtschafteten Teichen geschehen und will der Staat diese Flächen bewirtschaften? Also die Flächen kann niemand bewirtschaften. Außerdem haben sie ja Eigentümer. Irgendwann werden sie, wenn weiter der Druck auf die Landwirtschaft, auf die Flächen so kommt, dann werden sie halt irgendwann mal zu Maisäcker werden. Ich habe gehört, dass das in der Oberpfalz, sind mir schon Bilder geschickt worden, dass große Weiherflächen in Maisäcker umgewandelt werden. Also das kann durchaus passieren. Aber ich würde auch gerne zu der Frage zuvor antworten. Ich habe letztes Jahr in einer Tiergartenzeitung gelesen, dass der Tiergarten Nürnberg seine Otter in die Natur zurückschicken will. Also das ist natürlich echt ein dicker Hund, wenn er es tut. Und manchmal habe ich schon den Verdacht, wenn ich in der Kartierung ringsherum keine Otter habe,
Und dann ist dann einer bei Weißenburg und der andere ist wiederum allein, sondern da ist also überfahren gewesen, da muss er ja irgendwo sein. Ich denke, nachdem er höchstwahrscheinlich kein Fallschirmspringer ist, so, oder das hat man noch nicht beobachtet in der Natur, muss er schon großartige Unterstützer haben. Und die Österreicher untersuchen übrigens die Otter genetisch, habe ich jetzt gehört, wo sie, weil das müssen wir uns dann wirklich fragen, müssen wir, wenn es um die Genetik geht, müssen wir ein Tier schützen, das wir noch nie da gehabt haben. Ähnlich sehe ich das auch beim Kormoran, wenn es jetzt wirklich dieser Oralotter ist, den es ja zuhauf gibt, ich weiß nicht, wie die Unterarten heißen, entschuldigen Sie, dann frage ich mich, ob wir den überhaupt schützen müssen. Also ich muss ja auch keine ägyptische Sandwiber bei uns einführen, wo wir Sandgebiete haben. Ja, eine Prognose, glaube ich, gefragt, nee, Prognose ist es nicht ganz, aber bei der vierten Frage von Gerhard Meyer. Warum kann der Schutzstatus nicht geändert werden, wenn der Bestand stabil ist? Wer kann ich was sagen? Also, das müsste man nur wollen. Den kann man schon ändern. Ich bin ja auch in meiner Eigenschaft als Verbandsvorstand von europäischen Verbänden mit den entsprechenden Generaldirektionen zugange. Und da war es auch beim Kormoran so, den Schutzstatus, den kann man schon ändern. Da hält sich, wenn man das gut begründet, bekommt man die Freigabe von der EU. Und ich warne davor, dass man immer nur die EU, die weit weg ist, vorschiebt und sagt, wir dürfen es ja nicht. Man muss es wollen und dann findet man auch einen Weg dazu. Natürlich sind entsprechend massive Kräfte von anderer Seite, die da dort eben entsprechende Lobbyarbeit auch in der Politik machen, um das zu verhindern. Aber wenn die Politik das will, auf deutscher und auf Länderebene, dann geht das. Das ist gar keine Frage. Man muss es gut begründen. Und wenn man es über die Populationsgröße macht, und das war ja mit der Grund, warum wir auch diese Genetikuntersuchungen machen wollten, dann ist es kein Problem. Ja, Sebastian Hanfland, Sie wollten noch was kurz dazu sagen? Ja, also es geht ja auch mit dem jetzigen Schutzstatus. Also es ist so, dass das Landesamt für Umwelt im FFH-Bericht 2013 den guten Erhaltungszustand für Bayern festgestellt hat. Das wäre eigentlich also einer der wichtigen Faktoren, dass man eingreifen darf, wenn entsprechende Schäden auch nachgewiesen sind. Und allerdings hieß es dann, ja, das geht trotzdem nicht, weil das muss das Bundesamt den guten Erhaltungszustand für ganz Deutschland feststellen. Und in Österreich ist eben das, glaube ich, für ganz Österreich festgestellt, dass die einen guten Erhaltungszustand haben. Aber das ist jetzt ein bisschen, es ist etwas formalistisch, weil beim Biber, als man beim Biber eingegriffen hat, da war der Erhaltungszustand weder in Bayern noch im Bund gut und man hat eingegriffen, weil man gesehen hat, man muss eingreifen mit der AAV, also Allgemeine Artenschutzverordnung, mit der auch die Entnahme von Bibern zugelassen ist. Es werden ja, glaube ich, an die 2000 Biber pro Jahr entnommen, ist teilweise gar nicht so bekannt. Das wurde aber schon eingeleitet, da war der Erhaltungszustand noch nicht gut, aber der Biber schaut halt nicht so possierlich aus wie der Fischotter, da hat man sich vielleicht... Da könnte man drüber streiten. Ja, kann man sich drüber streiten, aber meine Töchter haben gesagt, wollt ihr jetzt wirklich den Fischotter an den Kragen? Ich habe gesagt, wieso, aber beim Biber akzeptierst du es doch auch. Ja, aber der ist ja nicht so niedlich. Das ist halt natürlich ein schwieriges Argument, aber zumindest wird damit zweierlei Maß gemessen. Und meines Erachtens kann man mit dem jetzigen Erhaltungszustand und den Vorgaben der EU schon eingreifen. Man muss es nur wollen, die Politik muss wollen. In Bayern hat es ja einen ersten Schritt gemacht, aber wenn das natürlich beklagt wird und es da nicht weitergeht, tritt man trotzdem auf der Stelle. Aber man gibt nicht auf und kommt mit einem neuen Ansatz. Ja, wir haben jetzt noch eine Frage, die sich mit was ganz anderem beschäftigt, nämlich welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die Fischerei und Teichwirtschaft? Maria Löffler fragt. So. Wer fühlt sich berufen, diese Frage wirklich zu beantworten? Herr Fienheisch. Ja, ich kann da schon vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Der Klimawandel betrifft uns ganz massiv. Und zwar uns fehlen die Schneefälle im Winter, die hohen Schnee,
Höhen im Winter, die dafür sorgen, dass unsere Kettenteiche, die sonst weitgehend keinen weiteren Zulauf haben, überhaupt voll werden. Und das ist eigentlich ein Problem, das wir merken durch die Aufgabe von Teichen. Die massiven Regenfälle, die vielleicht Starkregenfälle dann im April oder im Mai kommen, die füllen unsere Teiche nicht. Die führen kurzfristig zu anderweitigen Überschwemmungen. Aber der Zulauf, der benötigt wird durch Wasser, das im Boden versickert und dann eben über einen langen Zeitraum zuläuft, das fehlt uns massiv. Und die Starkregenfälle schwemmen uns dann höchstens das halbe Maisfeld in den Teich. Und es führt dann zu einem weiteren Schaden. Also der Klimawandel ist erheblich zu merken. Gleichzeitig merkt man zum Beispiel auch, dass sich verändert die Zeiten, wann die Fische laichreif werden. Genauso wie man merkt, wann die Vögel, zum Beispiel die Zugvögel, zurückkommen. Die werden bis zu 3 Wochen kommen, die früher. Kuckuck zum Beispiel, der legt dann plötzlich, findet dann das Nest gar nicht mehr vor, wo er normalerweise nicht, weil die Vögel schon geschlüpft sind. Und bei uns mit den Teichen ist es auch so. Und die mangelnden Niederschläge haben viele kleine Forellenzuchten bereits zum Aufgeben gezwungen. Das heißt, es ist einfach kein Wasser mehr da. Und die Erderwärmung oder die Erwärmung hat ein ähnliches Problem. Vielen Dank. Wir haben jetzt tatsächlich auch noch eine Frage zum Biber, der definitiv kein Prädator ist, weil er sich nur pflanzlich ernährt. Die Frage kommt von Josef Lausch aus dem Landkreis Rosenheim. Er schreibt, wir haben bei uns im Landkreis große Biberschäden. Wie wollen Sie das Biberproblem lösen, Frau Schmidt? Ja, beim Biber gibt es ja Entnahmen. Der Biber ist tatsächlich ein Vegetarier. Der Biber lässt halt bloß alles gerne Wasser ab. Also da ist es dann wirklich so, dass wenn ein Biber unterwegs war, Tausende an Fische sterben. Also wenn wir einen Fisch vergessen würden, dann wird man gegen das Tierschutz am Boden liegen lassen, dann wird man über das Tierschutzgesetz zu Recht bestraft werden. Umgekehrt, wenn der Biber einen Weiher ablässt, dann habe ich gar keine schnelle Handlungsmöglichkeiten. Das entscheiden aber die Landratsämter und es klappt in vielen Gebieten schon sehr, sehr gut. Biber werden schon entnommen. Es gibt aber auch Täler, da schaden die Biber nichts. Ich denke, das ist, was wir allgemein lernen müssen, dass das immer in der Waage bleibt. Im Wald funktioniert es ja schon seit Jahrhunderten mit unseren Jägern und das, was die Natur nicht selber leistet, durch das Überangebot bekommen wir Überpopulationen und da müssen wir helfen, da müssen wir unterstützen und da greift man halt dann wirklich als Mensch ein. Und es ist wichtig, dass wir eingreifen und jetzt möchte ich das mit dem den Klimawandel von der anderen Seite sagen, wenn wir unser Deichwürde und unser Wasserrückhalt nicht hätten, in so einer Deichkette ist das Wasser da was über Jahre zurückhalten. Der eine lässt ab, dann läuft es im nächsten Weiher und im nächsten Weiher und da kommt wieder Regenwasser dazu. Da wird Weiher über Jahre genutzt. Also das ist ein Hammersystem. Wenn wir das aufgeben und die trocken stehen lassen, speichern wir noch weniger Regenwasser und dadurch sind ja eher niederschlagsarme Gegenden. Wir bekommen in den letzten Jahren nicht jedes Jahr die Weiher voll, aber wir schädigen auch den Grundwasserkörper drunter, weil der ist ja dann unmittelbar dem Klima ausgesetzt, die wärmeren Temperaturen. Also da heißt es in Forschungen, und die Verdunstungskälte merkt man in die Orte drumherum, wo Wasser ist. Erstens hat man Wasser zurück, zweitens haben wir noch Verdunstung, es tut dem Klima gut. Also das ist eine umwelttechnische Leistung, auch eine Klimaschutzleistung, dieses Wasser über Jahre zu nutzen, die ist einzigartig. Das machen aber die Leute nicht mehr, stecken nicht mehr Geld in den Deichbau oder in die Reparatur der Dämme, wenn sie nicht einmal 1 Euro übrig haben. Vielen Dank. Ich sehe jetzt keine Fragen mehr in unserem Chat.
Ich glaube, wir könnten eine Punktlandung schaffen. Vorgegeben waren 60 bis 70 Minuten. Ich habe viel gelernt. Ich glaube, alle haben viel gelernt von Ihnen dreien. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Auskunft und für Ihre Appelle, wie Sie losgeworden sind. Ich mache die letzte Frage, mache ich jetzt so, dass Sie es ganz kurz beantworten können. Es gibt für den Biber, Sie haben es gerade erwähnt, und für den Komoran eine artenschutzrechtliche Ausnahmeverordnung in Bayern. Man darf diese Tiere durch Abschuss töten. Das heißt nicht erlegen, sondern durch Abschuss töten. Das ist praktisch keine weidmännische Tätigkeit, die die Jäger ausüben. Das ist einfach ein anderer Akt, wie auch immer man das dann bezeichnen will. Frage 1, also es geht immer um zwei Jahreszahlen. Was glauben Sie, wann so eine artenschutzrechtliche Ausnahmeverordnung für den Fischotter kommen müsste oder gekommen sein müsste? Frage 2, was halten Sie für realistisch, wann kommt so eine artenschutzrechtliche Ausnahmeverordnung für den Fischotter? Fangen wir mal mit Frau Schmidt an. Sie war schon selbst gedacht. Also wann müsste die artenschutzrechtliche Verordnung kommen? Ist 2021, wann müsste es kommen? Jetzt, sofort, wir brauchen es gleich. Wir haben das schon mal beim Kormoran bewiesen, da haben wir diese Allgemeinverfügung gemacht, dieses Eisgründermodell, da war ich schon mit dabei, da kämpfe ich dafür. Und und wann es kommt, wenn wir stur sind und wenn wir alle zusammenhalten und wenn uns die Menschen verstehen, dann müsste es 2022 kommen. Herr Dr. Handland, zwei Jahreszahlen. Ich schließe mich meiner Vorrednerin Gabi Schmidt an, wobei ich sagen muss, es bräuchte gar keine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung, weil der Biber und der Kormoran dem Naturschutz unterliegt und der Fischotter unterliegt ja dem Jagdrecht und man könnte es jagdrechtlich eigentlich einfacher lösen. Was wurde ja immer gefordert, den Kormoran, den müsste ja ins Jagdrecht bringen, dass man schießen kann. Dabei können wir beim Kormoran relativ gut eingreifen, auch wenn wir nicht ganz zufrieden sind. Und beim Gänsejäger und beim Fischotter, die unterliegen dem Jagdrecht, können wir momentan nichts machen, aber es gäbe wahrscheinlich, es würde schneller gehen, auch ohne so eine Verordnung und natürlich so schnell wie möglich. Herr Fehner, Sie sind Jäger, Sie könnten das Jagdrecht ausüben, wenn Sie dürften. Sie haben vorhin schon gesagt, es ist 10 nach 12, also es ist absehbar, was Sie jetzt als erste Jahreszahl nennen werden. Was glauben Sie, wann es soweit ist? Also ich sage zwei Zahlen, man hätte es spätestens 2020 hätte man die Genehmigung benötigt, denn es ist wirklich 10 nach 12, also allerspätestens 2020 und ich glaube nicht, dass wir es vor 25 bekommen, weil man muss einfach ganz klar sehen, wir haben wieder Wahlen und das Problem ist, dass leider Gottes viele Politiker mir dann sagen, ja, wenn ich für dich was tun will, dann müssen mich deine Gegner wählen. Ja, ihr seid so wenig, da müssen mich deine Gegner wählen. Und dann kann man das nicht, kann man denen nicht auf die Schaufel springen. Ich glaube wirklich, dass das ganz, ganz schwierig ist, dass wir diese Entnahme bekommen. Ich wünsche es mir sehr im Sinne meiner Mitglieder und meiner Teichwirte. Aber ich bin eher skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das war ein nicht allzu optimistisches Schlusswort. Ich danke Ihnen für Ihre Wortbeiträge, ich danke Ihnen für Ihre Fragen draußen, ich danke Ihnen für Ihr Interesse zuzuschauen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Herzliche Grüße. Herzlichen Dank.